Feindlicher Panzer auf 2 Uhr! A11 an Zentrale. Wir wurden angegriffen und sind jetzt vollständig manövrierunfähig. Ein feindlicher Panzer nähert sich aus östlicher Richtung. Geschätzte Entfernung 800 Meter. Wir haben Sprengstoff geladen, aber keine Munition mehr. Wir bitten dringend um Unterstützung. Röschler! Unsere Koordinaten sind 3, 9, 2, 2. Zentrale! Zentrale! Verdammt Scheiße! Röckler hat's erwischt! Dann nehmen Sie seine Sachen und kommen Sie wieder zurück in den Turm. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Röckler. Wir haben noch 700 Meter, um uns etwas zu überlegen. Was haben Sie da? Hummels! Was haben Sie da? Das war ein schöner Tag. Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Ich will raus! Ich hätte niemals in diesen scheiß Panzer einsteigen dürfen! Niemals! Sie sind hier, um zu kämpfen. Also verhalten Sie sich wie ein Soldat und machen Sie Ihre Arbeit! Noch 600 Meter. Also halten Sie den Rand. Sehen Sie sich nur an. Sie hocken da wie ein Frosch. Das erinnert mich an eine Geschichte, die man mir mal erzählt hat. Ein Frosch, der an einem Fluss sitzt und wartet. Dann kommt ein Skorpion vorbei.
Der Skorpion fragt ihn, ob er ihn über den Fluss mitnehmen kann. Der Frosch sagt nein. Wenn ich dich mitnehme, stichst du mir in den Rücken und ich sterbe. Der Skorpion erwidert, wieso sollte ich das tun? Wenn ich dich steche, gehst du unter und ich ertrinke. Davon hätten wir beide nichts. Nach langen Überlegungen entschließt sich der Frosch, ihn doch mitzunehmen. Er packt ihn auf den Rücken und sie schwimmen rüber. Doch kaum sind sie in der Mitte des Flusses angekommen, sticht der Skorpion dem Frosch in den Rücken. Mit seinem letzten Atemzug fragt der Frosch noch, wieso hast du das getan? Und der Skorpion erwidert, das ist meine Natur. Ich kann nicht anders. Was? Ich verstehe nicht, was Sie... Damit will ich sagen, Sie sollen sich nicht umgeben mit Dingen, die gemacht sind, um zu töten. Noch 500 Meter. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier einfach nur raus. Runter da! Sie gehen nirgendwo hin. Wenn der Feind die Dechiffriermaschine in die Finger bekommt, dann kann er unseren Funkverkehr abhören. Das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Sobald der Feind an diese Luke hier klopft, wird einer von uns beiden diesen Sprengsatz hier zünden müssen. Hummels! Was machen Sie da? Hummels! Was um Himmels Willen haben Sie vor? Wer gibt Ihnen das Recht, eine solche Entscheidung alleine zu treffen? Wer hat das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden? Wer hat das Recht? Wer hat das Recht? Das hier wird uns beiden die Entscheidung abnehmen. Zehn Meter von hier in östlicher Richtung ist ein Wald. Von dort aus kommen Sie ins nächste Dorf. Soldat. Vergessen Sie Ihr Bild nicht.